Und herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Builders. Mit dabei ist der müde Brownie. Naja. Ich habe ein bisschen weitergearbeitet. Unter anderem habe ich die hier 2 Räume fertig gemacht, Küche gebaut, dann noch einen Raum fertig gemacht, bin jetzt Stufe 2 der Siedlung und habe hier nochmal, damit wir hier rüber noch eine Etage bauen können, gemacht. So, und uns steht die erste Verteidigung an. So, und das wird dann gleich ein Problem. Ich bin bereit. Los. Wir ziehen in den Krieg. Oh, meine Waffe ist nicht die aller. Ey, nein, nein, nein. Eins. So. Der Anführer. Oh, ich habe so wenig noch. Ich habe noch wenig. Du musst es allein schaffen. Ich muss mich heilen. Haha. Schade, ich krieg das Schwert nicht, ne? Oder? Ne, schade. Sieg! Ja, nur 5 von den Viechern gekillt. War einfach. Gut gemacht, mein Kind. Du hast, Kentlin, so heißt die Stadt. Ich würde eher Kuchentown sagen. Oder Kuchen City. Kentlin. Vor dem dreisten Angriffen der Monster gerettet. Wenn die Stadtbewohner höflich Hoffnung schöpfen. Okay. Also jetzt sollte ich eigentlich noch mal lauter kriegen können. Hm? Du fühlst dir der Aufgabe nicht gewachsen? Ja, schon. Das Coole ist, die Leute, die craften und kochen für mich. Das ist richtig cool. Und sammeln wahrscheinlich auch Items für mich. Was hat der überhaupt für eine Waffe gehabt? Ja, was hat er... Was? Ah, wenn ich so überlebt habe, dann wird das Land, glaube ich, gerettet oder so. Weil hier sind doch Monster sind immer noch okay. Hier möchte ich einen Schutzgraben, glaube ich, bauen. So, der möchte eine Mission. Oh, neuer Typ. Ja. Hallo. Ich sah das große Lichtsäule am Horizont und dachte mir, da muss ich näher ansehen. Ein Dorf voller Menschen hätte ich nie bestimmt nicht mehr erwartet. Okay, dann lebe hier mit uns. Los. So, ich habe ja schon ein paar Häuser vorbereitet, also müsste der eigentlich hier ganz gut leben können. Gras, Samen, okay. Oh, hallo und tschüss. Falls ihr ihn da hinten stehen hört, der ist ein bisschen kaputt. Okay. So, wo lebt der Typ denn jetzt? Wo ist der Typ? Warte mal. Ach da. Mein Gott, ihr da oben. Ihr seid immer so. Hier oben wird nicht geklettert. Los, weg. Nein. Ich muss schon sagen, die Einrichtungen hier sind sehen nicht lassen, okay. Betten und so. Kann ich mal.
Ist meine Stadt größer? Nee. Die ist immer noch gleich. Kann ich neue Waffen bauen? Das wäre ja auch was. Nee. Mann. Okay, hoffentlich gibt er mir eine. Okay, das ist. Das lässt sich schon mal sehen. Dass du die Störenfrieden gezeigt hast, wer das Sagen hat, hat die reife Leistung. Okay. Doch die, es scheint, haben schmutzig Spuren. Unsere. Wir wissen nicht, wann die nächste Mal zuschlagen. Also müssen wir Methoden finden, sie zu Leib zu. Von unserem Leib zu halten. Übrigens habe ich bemerkt, dass du nach dem Kampf ein paar merkwürdige Steinfragmente gelesen hast. Okay. Ein ähnliches Artefakt ist in der Karok abgebildet. Ach, Kantwig-Chronik abgebildet. Als ich gesehen habe, musste ich natürlich gleich weitere Nachforschungen anstellen. Ich glaube, wenn diese Fragmente wieder zusammengesetzt werden, ein Teleportal. Was? Nein. Anscheinend musste das Ding vom Boden abgelegt. Oh. So ein Teleportal war ja auch schon was Cooles. Ah, okay. Scheint so zu sein, dass ich eine Hälfte von zwei habe. Ja. Ich brauche. Oh. Au. Oh. Sieht doch super aus. Hab ich alles. Okay. Ein Teleportal. Ein blaues Teleportal. Gibt es noch andere? Glaube ich nämlich eher nicht. Ich finde, wenn wir hier. Nein. Ach, das kann da bleiben. So, dann mache ich das hier zwischendrin. Ah, Portal zu einer neuen Insel. So, jetzt müsstest du mir eigentlich was geben wollen. Mission abgeschlossen. Grober Stoff. Ach, damit kann ich eine neue Rüstung bauen, falls ich mal. Betreten. Okay. Wo komme ich hin? Etwa. Ah! Jetzt weiß ich wo. Da hinten wollte ich eigentlich eine Brücke bauen. Da war auch mal eine Brücke zwischen, aber die wurde abgerissen. Jetzt weiß ich, warum hier Fackeln sind und so. Hm. Nice. Neues Gebiet. Wow, die sind nicht. Was geben die denn? Pelz. Oh, für eine neue für eine Lederrüstung. Geil. Lederschild. Nice. Orange Glibber. Reisegewand. Kann ich damit bauen. Und ein Farbmittel. Cool. Oh mein Gott, sind hier viele Monster. Ah, bitte verfolgt mich nicht. Kommt alle, komm. Ihr kriegt mich nie. Haha. Hihi.
ist auch eine Fackel. Hoffentlich leben hier ein paar Leute. Also eigentlich reisen die Leute hier einfach durch die Gegend. Besucherzentrum Hammerlingshausen. Hallo. Sabalot. Ein Mensch. Das Bild mir ein. Es ist nicht leicht, den Nix hier hereinzuplatzen und mich nicht wirklich zu nerven. Naja. Oh, das ist echt ein Monster, war lieb. Oh, cool. Mhm. Was? Du meinst, du hast einen Hammer, dass ich einen Hammer habe? Aber, wieso musst du denn gleich so gemein sein? Ach so, diesen Hammer meinst du? Ernsthaft? Wenn du willst, kannst du einen Riesenhammer herstellen. Du musst ja einen Riesenhammer durch. Gern machen. Ich erhalte ein Schild. Cool. Nice. Würde ich sagen. Ach, das sind diese Viecher, die mich. Ne. Nein, bitte nicht. Hab keinen Bock, angegriffen zu werden. Nein, da sind Menschen drin. Nee. Oh, wie niedlich. Das ist eine ganz kleine Minisiedlung. Komm her. Möchtest du eine Portion von mir? Tschüssi. Haha. Leute, gerade haben wir ein bisschen vorgemacht, als das Handy ausging. Und dann kam da, als wir geschlafen haben, wir waren auf einem anderen Gebiet, das ist nicht gerade ohne, da haben wir jetzt geschlafen und jetzt haben wir da so eine Erinnerung, Traum, so. Wie bitte? Die Worte des Königs sind euch entfallen. Meiner treu. Das seid ihr denn für ein Held, dass ihr solche Rede einfach vergesst. Gestattet mir euch vorzustellen. Ich erneut mit den Worten einer Majestät zu ergötzen. Heißt der Leute. Okay. Einst enthielt euer ehrenwerter Vater von einem allmächtigen Göttin eine Lichtspiel, durch die macht wohl die Welt größer und gefahrerreich. Okay. Doch nachdem einige Jahre in diesem Land vergangen waren, entschien eine neue Belohnung der Drachenfürst. Mit List und Tücke stahl er uns die Lichtspeere und stürzte unser Land ein weiteres Mal in die Finsternis. Sofern nicht unternommen wird, um die Lage zu ändern, und die Lage, mein Gott, wird die Nacht zweifelsohne ewig während und unser Reich wird vergehen. Okay. Sieht aber so aus, als wäre das ein. Es schien eine Erinnerung an etwas zu sein vor langer Zeit. Ob diese Vergangenheit selbst gehört oder jemand anderem daran erinnert, weiß Kuhngänger X die nicht. Ach, ich habe auch einen neuen Mitbewohner jetzt bekommen. Der Typ B. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen ins nächste Land. So, das ist das Land, von dem ich geredet habe.
Das ist aber so gefährlich. Das ist so ein gefährliches Land. Ich mag das Land nicht. Besonders. So, ich möchte noch mal reingehen mit meinem Inventar lernen. Ich habe Truhe schon mal reingeguckt. So. Ich habe 2 Truhen auf der Insel hier gefunden. Man kann auch Erze abfarmen, das weiß ich. Das kann man, ich glaube, ab den Hammer. Oder er hat gesagt, der Hammer ist die letzte Sache. Die Mann. Ich habe auch ein paar neue Sachen bekommen. Oder ein paar ist untertrieben. Okay. Ich platziere die mal hier oben. Das ist so eine Zauberkugel. Zauberkugel in der Hand. Wo bin ich im Land? Sagt nichts. Okay. Na, ich soll einen Hammer bauen. Aber den gibt's auf der Insel halt und irgendwo. Das kann ja noch was werden. Das kann ich ja immer die ganze schöne Insel absuchen. Ach stimmt, ich habe einfach nur die Perspektive. Ein paar schöne Teile der Insel gibt's, ne? Die größte Teil der Insel ist nur Erde. Ja, hässlich. Ja. Und da hinten ist einer der Viecher, die beim ersten Verteidigung dabei waren. So, tot. Soll ja, ja, da unten gab's ja auch ein Grab. Kein Grab. Eher mehr so ein Friedhof. Da möchte ich auch noch mal eben hin. So, die Typen haben Hammer, aber ich glaube, die droppen keinen. Die droppen keinen. Oh, darüber möchte ich gern zu der Inselteil. Kann ich mich darüber bauen? Nee, das gehört sogar noch zu den Insel. Der Kuchengamer wie immer. Unwissend. So. Ja, da unten. Au. Oh. Hallo Mensch. Ich habe gehört, du bist dieser Junge namens Kuchengamer XC. Von dem alle sprechen. Ich bin dabei. Frieden. Friedhof. Okay. Den Friedhof möchte er instand halten. Cool, hier kommt man gar nicht mehr raus. Schöne Falle, um jemanden umzubringen, der vielleicht der Auserwählte ist. Und vielleicht. Ich habe eine Idee. Nee. So, dann bringe ich mal Frieden übers Land. Was hast du? Da hinten ist in Eden noch eine Ruine. Ich habe gerade auch noch Zelda gespielt. Bin jetzt beim Wassertitan. Ganz gut. So, da haben Leute gelebt. Das sieht man. Hoffentlich seht ihr das, sonst seid ihr ein bisschen blind. Gleich noch ein bisschen. So, vielleicht bei mir selber spielen. Gerade möchte ich auch noch.
Dann habe ich noch dieses Haus gekriegt. Finde ich ziemlich cool. Ich glaube, das bauen wir mal auf. Ja, okay. Nur ein Block. Nicht zwei. Da am Rand schon. So, so, so. Die roten Blöcke werden ja auch angezeigt, welche wir noch brauchen. Ist ganz schön. So. Ich glaube, das ist so eine Art Bar oder so. Da wir kaum Platz in dem Dorf haben, baue ich das mal. Versuche ich das Dorf ein bisschen auszuweiten, ne? Ich versuche ja auch so einen Schutzkreis zu machen, damit wir unsere Flagge sichern können. Oh, leider musst du das nach draußen befördern. Naja, dann sehen die Leute, die neuen Leute, die dann kommen, auch direkt eine schöne Bar, können direkt. Nach den ganzen vielen Abenteuern, die sie im Leben erlebt haben, erstmal schön trinken. Ja. Oh, ich brauche Essen. Oh. Ja, baue einen Hammer, das kann noch warten. Danke, dass du was kochst. Nein, ich möchte nicht weiterreden, bitte. Koch einfach weiter. Danke. Guck mal, also die kochen auch für mich, das ist ganz gut. Also kochen und basteln die auch ein paar Sachen zusammen. Nimm. So. Das war der Burg. Ich versuche auch eine Wasserleitung zu machen, sodass da auch wirklich Wasser im Burggraben ist. Wird vielleicht klappen. Vielleicht auch nicht. So. Ich verstehe was nicht. Was nicht? Du hast hinten die Ecken nicht ausgefüllt. Weil ich auch nicht so anguck. Oh nein, die Tür, die habe ich nicht. Holztür habe ich, glaube ich, nicht. Das habe ich auch nicht. Okay, ich baue erstmal das, was ich so habe. Top. Ich glaube, wir würden ganz viele neue Sachen haben, wenn wir jetzt endlich mal einen Hammer haben. Ich glaube, ich werde den Hammer auf alle Fälle aufsuchen. So. Ja. Du brauchst einen Topf. Weiß. Ich glaube sogar noch mehr als einen. Doch nur einen. Okay, der kommt. Macht der irgendwas mit dieser Dekoration? Okay. Wieso deine Holztür? Keine Ahnung, die war schon vorher da. Ich könnte die aber eigentlich auch abreißen und... Nee, die kann ich gar nicht abreißen. Was wollte ich jetzt nochmal holen? Holz. Jetzt bin ich verwirrt. Ich rede nochmal mit dem Typen. Kommst du mit der Färbung des Hölzernes ran? Okay Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucke ich... Die jetzt nicht aufgenommen wird. Ja. Ja. Werde ich einen Halbholzhammer haben? Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen hoch und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!